Ja, moin Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ihr seht es, der Beschluss von heute, Ripple ist offiziell kein Wertpapier. Richterin Torres hat heute darüber entschieden, nach jahrelanger Rechtsstreitigkeiten, nach jahrelangem Hin und Her, nach jahrelangem SEC-Streit der SEC zwischen Ripple und Brett Garlinghouse und XRP an dieser Stelle, es ist soweit erfüllt. Ihr seht es, also an die Leute, die wirklich jahrelang hier eiskalt durchgehalten haben, meinen herzlichen Glückwunsch, lass uns eintauchen an dieser Stelle. US-Richterin, hier Richterin Torres entschied, Ripple ist kein Wertpapier. So, was passiert eigentlich jetzt? Warum ist genau diese Aussage, dieser Beschluss so wichtig? Damit schaffst du jetzt einen Präzedenzfall, worauf sich viele, viele Kryptos auch berufen können. Deswegen hat der Markt auch sprungartig gepumpt. Auch ich war sehr verwundert, dass so positive Stimmung bzw. so eine Entscheidung, so eine positive Stimmung auf den Markt eben auch hervorbringen kann. Denn wir sehen es, die Liquidität war im Kryptomarkt immer da. Und die einzelnen Wale oder auch die einzelnen Retail-Investoren waren einfach nur zögerlich. Wir sehen es, Ripple 61%. Wahnsinn, mein lieber Scholli. Solana pumpt, Matic, Polygon pumpt, also insgesamt bewegt sich der Markt in einen Bereich, wo es einfach diese euphorischen Gefühle eben auch hervorruft und das tatsächlich auf Basis von Richterin Torres, die nach jahrelangem Gerichtsstreit nun offiziell entschieden hat, dass Ripple kein Wertpapier sei und letztlich das US-Gericht den Antrag der SEC gegen digitale Vermögenswerte in einer möglicherweise bahnbrechenden Entscheidung teilweise abgelehnt hat. So, fest steht, Ripple ist kein Wertpapier. Das heißt, mit dem Urteil der Richterin Torres wurde Ripple nicht als Wertpapier deklariert und somit hat die SEC teilweise verloren. Damit schaffst du letztlich einen Präzedenzfall gegenüber anderen Projekten. Wir hatten in der Vergangenheit oftmals Krypto-Projekte gesehen, die die SEC auch angeklagt hat. Und jetzt kann nämlich die SEC eben nicht ohne weiteres sagen, ihr seid ein Wertpapier und damit schaffst du insgesamt diese Legitimität auf dem Kryptomarkt, denn in dem Fall hatte Ripple nichts damit zu tun, dass ein Investitionsvertrag vorliegt oder dass Wertpapiergesetze oder gegen Wertpapiergesetze verstoßen worden sind oder sonstiges. Und das ist eine verdammt gute Sache, denn der Markt, der reagiert positiv. Wir sehen es. Und ich kann mir durchweg ausmalen, dass diese euphorische Stimmung erstmal in den kommenden Tagen soweit bleiben wird. Und das ist eine verdammt, verdammt wunderbare Sache. Also ich glaube, im Headquarter von XRP Ripple wird ordentlich gefeiert. Und wir hatten das auch in der Vergangenheit oftmals ja auch gesagt. Ja, also die Liquidität oder das Bewusstsein gegenüber einem Investment in Ripple und XRP und XRPL, das war ja bei vielen Investoren ja immer schon da. Bloß sie konnten aber auf der anderen Seite nicht investieren, weil eben ein Rechtsstreit und eine Klage jetzt zwischen der SEC und auch Ripple vorliegt. Und jetzt wurde ein für alle Mal darüber jetzt gerichtet. Es wurde entschieden, es ist kein Wertpapier. Was bedeutet das eigentlich im Grunde für die Zukunft, für dich, für mich, für den Kryptomarkt? Das ist ganz einfach. Dadurch, dass jetzt Ripple gewonnen hat, ist eine allgemeingültige Definition gegenüber was ist ein Wertpapier und was ist nicht ein Wertpapier, auch entstanden. Dadurch schaffst du diese Legitimität erstmal vorsichtig. Aber das wohl Wichtigste an dieser Stelle ist, was passiert eigentlich jetzt in den kommenden Tagen? Was wird mit dem Kryptomarkt passieren und wie wird genau diese Information aufgenommen? Also insgesamt muss ich dazu sagen, ja, super geile Sache. Ripple wurde nicht als Wertpapier auch deklariert, nicht weil ich in Ripple investiert bin, sondern weil damit eine allgemeingültige Definition jetzt geschaffen worden ist, was jetzt als Wertpapier angesehen wird und was als digitales Gut, digitales Asset oder sogar auch als Rohstoff deklariert werden kann. Und genau das ist es nämlich, was den Kryptomarkt soweit anfeuert und befeuert, weil einfach viele Euphorie eben darüber ausgebrochen ist, dass jetzt so langsam diese Definition darüber geschaffen wird, was eigentlich ein Wertpapier ist und was nicht. Und das ist eine hervorragende Sache, eine bahnbrechende Entscheidung, muss ich so sagen. Und wir sind alle soweit live dabei. Natürlich ist auch deine Meinung wichtig. Schreibt das gerne in die Kommentare. Und ich werde euch wie immer auf den Laufenden halten. Spätestens morgen um 7.30 Uhr
werdet ihr wieder ein Update-Video meinerseits auch wieder sehen. Mach's gut, bis dahin und bis morgen, 7:30 Uhr. Ciao, ciao.